Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst möchte ich meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass wir nicht in den aktuellen Prozess mit einbezogen wurden. Es hätte eine hervorragende Möglichkeit dargestellt, parteiübergreifend für demokratische Werte einzutreten und gemeinsam zur Teilnahme an der EU-Wahl zu motivieren. Sicherlich hätten wir auch gemeinsame Schnittstellen identifizieren können, hinter die sich jeder Wähler stellen könnte. Dennoch scheint es, als ginge es nicht darum, sondern vielmehr um eine grundlose Furcht vor den Positionen der AfD und somit eine sichtbare Substanzlosigkeit ihrer Kampagnen. Während wir das 75. Jubiläum unseres Grundgesetzes feiern, stehen wir der Europäischen Union, einem übergeordneten Konstrukt gegenüber, das die Souveränität und die Freiheit der Bürger missachtet und nie vom Souverän dazu legitimiert wurde. Seit 45 Jahren wird uns nun vorgegaukelt, wir hätten Mitspracherecht. Doch in Wahrheit liegt die Macht bei einer undurchsichtigen und nicht vom Volk gewählten Kommission. Diese 75 Jahre des Grundgesetzes werden von einer EU überschattet, die echte demokratische Werte kaum zu würdigen weiß. Es ist eine Schande. Deutschland zahlt, zahlt und zahlt. Und welchen Nutzen haben wir davon? Welche bahnbrechenden Erfolge kann die EU vorweisen? Neben vielen abkömmlichen Nebelkerzen gibt es auch weitreichende und freiheitseinschränkende Maßnahmen wie den Digital Service Act. Dieses Gesetz könnte dazu führen, dass EU-kritische Inhalte während des Wahlkampfes zensiert werden, unabhängig davon, ob es sich um Fake News handelt oder schlicht berechtigte Kritik an den Schattenseiten der EU. So geschehen bei unserem EU-Spitzenkandidaten Dr. Maximilian Krah, der aufgrund seiner Popularität nun nicht mehr auf den TikTok-For-You-Seiten angezeigt wird. In vorauseilendem Gehorsam nämlich sehen sich Social-Media-Betreiber gezwungen, Inhalte in ihrer Reichweite zu beschränken, um nicht mit exorbitant hohen Geldstrafen überzogen zu werden. Das riecht nach Zensur durch einen unkontrollierten Superstaat, was wiederum diametral zu unserem mehrfach erwähnten Grundgesetz Artikel 5 steht und ist einer freiheitlichen Demokratie unwürdig, meine Damen und Herren. Ferner steht den Ihnen stets proklamierten Bürokratieabbau ein sich immer weiter aufblähender Beamtenapparat gegenüber, der sich von der Realität der Bürger so weit entfernt hat, dass vielfältige oder absurde Maßnahmen nötig werden, um die Bürger von der Sinnhaftigkeit dieses Konstruktes noch zu überzeugen. 60.000 EU-Beamte zeugen von einer exzessiven Bürokratie und der systematischen Schaffung tausender Versorgungsposten, die den EU-Bürger zwar 8 Milliarden oder anders ausgedrückt 8.000 Millionen Euro kosten, aber in den wenigsten Fällen für diesen einen erkennbaren Nutzen bringen. Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, klare Zeichen zu setzen. Wir brauchen keine leeren Versprechungen mehr von der EU, sondern echte, substanzielle Taten, die spürbare Verbesserungen für das Zusammenleben auf unserem Kontinent mit sich bringen. Und hier müssen wir ansetzen. Nicht die europäische Idee, aber diese Europäische Union in ihrer aktuellen Form ist mehr Selbstzweck und schadet den Bürgern und muss aus diesem Grund reformiert werden. Oder, falls unmöglich, Ultima Ratio ist nur noch ein Dexit die Lösung. Es bleibt festzuhalten, dass in Ihrem Antrag kein konstruktiver Ansatz erkennbar ist, sondern vielmehr ein offensichtliches Propagandawerkzeug von SPD, Grünen und CDU. Es stellt einen Versuch dar, den Wahlkampf manipulativ zu beeinflussen. Und um abschließend noch mal aufs Grundgesetz zu kommen, hier noch ein paar Beispiele Ihrer Versäumnisse der jüngsten Geschichte. Artikel 1 und 2 Grundgesetz, unverhältnismäßige Einschränkung der persönlichen Freiheit, Missachtung der Menschenwürde. Artikel 3 Grundgesetz, Maßnahmen gegenüber bestimmten Berufsgruppen. Artikel 4 Grundgesetz, Einschränkung von Gottesdiensten im Zuge der Pandemiemaßnahmen. Artikel 5 Grundgesetz, Eingriff in die Pressefreiheit durch Überwachung und Druck auf Journalisten. Artikel 6 Grundgesetz, Schließung von Schulen und Kindergärten, besondere Belastung der Familien. Artikel 7 digitale Spaltung und mangelnde Unterstützung während des Fernunterrichts. Artikel 8 Grundgesetz, Verbote und Einschränkung von Demonstrationen. Artikel 9 Grundgesetz, Schwierigkeiten für Vereine und Organisationen, ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Artikel 10 Überwachungstechnologien und deren Einsatz gegen Bürger ohne Verdachtsmoment. Ich könnte lange noch so weitermachen, aber ich glaube, das reicht erstmal an dieser Stelle. Währenddessen Sie nämlich, wie Sie immer betonen, mit beiden Füßen auf dem Grundgesetz stehen oder eher rumtrampeln, halten wir das Grundgesetz geschlossen mit beiden Händen hoch, denn irgendeiner muss es hier ertun. Ihren Antrag lehnen wir deswegen ab. Vielen Dank.